Wie Prozent? Haushaben. Lieber Sascha, na, er will sich immer drücken, er arbeitet immer ganz gerne im Hintergrund. Wie viele Menschen arbeiten hier bei diesem Hafen Open Air mit? Oh, es sind 15 bis 20, alle freiwillig, die kostenlos sich für die Sache einsetzen und denen und dann Security noch. Also es sind irrsinnig viele Freunde, die da mitarbeiten, dass es überhaupt passieren kann. Und denen zahle ich höchsten Dank und Lob, dass das überhaupt so funktionieren kann. Verantwortlich? Ich bin der Andreas Schaffer, bin zwar nicht ganz für die Technik verantwortlich, aber ich bin für die Gastronomie da verantwortlich und auch für die Pressearbeit. Und ich würde Sie bitten, nutzt unsere super gastronomischen Einrichtungen. Wir haben vegetarisches Essen, wie immer Wiener Küche vom Feinsten. Wir haben Getränkestand und ich heiße eigentlich im Grunde genommen herzlich willkommen am Hafen und Meer und genießt jetzt einen Austropop-Abend der extra Klasse, weil jetzt wird es dann gleich wild. Und ich gebe das Mikrofon gleich mal weiter an den Dr. Harald. Oh, und ich bitte, ich sage ein paar Worte kurz, nicht so lang, ja. Also das ist ein ganz ein magischer, besonderer Ort, wo wir uns hier befinden. Der Hafen Wiens, ich sage gern, das sind die Docklands von Wien. Und hier ist Natur, hier ist Industrie, hier ist Wasser. Die Flüsse Wiens, die hier zusammenkommen, das ist ganz, ganz speziell. Ich glaube, es ist ein magischer Ort für Musik und in diesem Sinn, sage ich, genießen wir hier zwei wunderbare Tage und ich sage ein herzliches Dank an die Simmeringer Band Lichtwärts, an das Organisationsteam des Hafen Open Airs, das zum sechsten Mal dieses wunderbare Musikfestival Befreien eintritt, hier organisiert. Seitens des Landes Wien, der Stadt, des Gemeinderats, auch die besten Wünsche des Bürgermeisters und des Kulturstadtrats. Alles Gute, toi 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 und uns allen eine gute Unterhaltung. Danke fürs Kommen und Mitmachen.